Ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir jetzt gemeinsam in die Yogastunde gehen, die noch einmal die Absicht verfolgt, einige Chakren und damit auch Drüsen anzusprechen, damit auch die Stimmung zu heben, so wie es immer ist, wenn wir die Chakren ansprechen. Und die Meditation am Anfang wird eine Lichtmeditation sein. Wenn ihr jetzt also bitte eure gerade Haltung findet, im Sitzen oder auch im Liegen, wenn die Augen geschlossen sind, einige ruhige Atemzüge schöpfen. Mit der Wahrnehmung des Atems beginnen sich zu sammeln und anzukommen. Diesen besonderen Augenblick wahrnehmen, denn jeder Augenblick ist besonders. Nicht mehr abschweifen in die Vergangenheit oder in die Zukunft, sondern in diesem Augenblick sich selbst erfassen, das Dasein erfassen, präsent sein, das Geschenk des Daseins, das Leben, die Bewusstheit wahrnehmen. Ich bin da. Es liegt vollkommen innerhalb unserer Möglichkeiten, diesen Augenblick jetzt zu einem schönen Augenblick werden zu lassen, indem wir die Aufmerksamkeit auf das Schöne richten, auf das Angenehme, das in diesem Moment erfassbar ist, spürbar ist, das Wertvolle, das, was Freude vermitteln kann. Nicht im Spektakulären, im Einfachsten das Schöne finden, in der Zartheit des Atems zum Beispiel, in der Tatsache, dass jetzt die Möglichkeit gegeben ist, in sich zur Ruhe zu kommen, sich zu erleben, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Blick und die Wahrnehmung jetzt so zu schärfen, dass sich etwas Schönes zeigt. Angenehme Körperempfindung, die Lebendigkeit, die Wärme, die Möglichkeit, sich zu entspannen, viele, viele Möglichkeiten.
Der Augenblick jetzt kann als ein strahlender, schöner Moment erlebt werden. Nach dem Guten Ausschau halten. Angesichts des Guten, das individuell gefunden wird, kann ein inneres Lächeln entstehen aus Freude darüber, diesen Augenblick zu erfahren, bewusst genug zu sein, das Schöne und Wertvolle nicht außer Acht gelassen zu haben. Mit der Wahrnehmung des schlichten Schönen, das sich in diesem Moment zeigen mag, legen wir eine Grundlage, schaffen wir eine Basis dafür, für wirklich Wunderbares ansprechbar zu sein. Das Wunderbarste, das wir wahrscheinlich erfahren können, liegt in uns selbst, das Wunder des Lebens selbst, wie ein inneres Licht, das wir in uns tragen und Liebe birgt und Freude birgt und Friedlichkeit und von enormer Kraft ist. Und als Sinnbild für dieses Wunder in einem Selbst, das Wundervollste und Höchste in einem Selbst, nun als sein Gegenüber eine Lichtquelle visualisieren, vielleicht die Sonne, vielleicht auch eine andere Lichtquelle. Die Lichtquelle ist so platziert, dass die geschlossenen Augen hinaufblicken zu dieser Lichtquelle, die Augen in eine Position kommen, die Shambhavi Mudra heißt. Noch etwas höher schauen, diese Lichtquelle, noch etwas höher platzieren. Als würde man nicht mehr nur mit den physischen Augen schauen, sondern durch die Stirn schauen oder mit den physischen Augen durch die Stirn schauen. Und zu diesem Hinaufblicken zusätzlich die Zungenspitze hinauflegen zum Gaumen und dadurch zusätzlich das nach oben orientiert sein unterstreichen. Während der Blick nun kontinuierlich zu dieser Lichtquelle fließt, mit diesem Licht das Höchste und Wundervollste in Verbindung bringen, das man zu denken
und zu erfassen zustande ist. Das Beste, das Wertvollste, das Kostbarste, das Schönste und Heilsamste, das Allerhöchste, die höchste Kraft, das erstaunlichste Wunder, das Allerhöchste und Wunderbarste, das man erfassen kann und für möglich halten kann. Wende dieses Licht mit Idealen verbunden wurde, ein Gefühl von Freundschaft entwickeln diesem Licht gegenüber, diesem Wunderbaren gegenüber, dem Höchsten, dem Schönsten, dem höchsten Ideal, das man erwägen kann. Ich stehe in Freundschaft mit diesem Licht. Die Augen schauen hinauf. Aber so wie die Freundschaft mit ins Spiel kommt, schaut auch das Herz mit in diese Lichtquelle. Und du beginnst dich selbst zu heben. Auf eine Ebene der Freundschaft, auf Augenhöhe, mit dem Wunderbarsten, dem Schönsten, dem Wertvollsten, dem Liebevollsten und Kraftvollsten, dem Heilsamen, Lebendigen gegenüber. Versuche in diesem Augenblick mit dem Schauen in das Licht, dem Gefühl der Freundschaft mit dem Licht, immer noch mehr Lebendigkeit einzuhauchen. Vielleicht denkt auch das Herz im Stillen. Ich stehe in Freundschaft mit dem Licht. Ich stehe in Freundschaft mit dem Allerhöchsten, dem Schönsten, dem Liebevollsten. Deine freundschaftliche Verbundenheit stellt Nähe her. Und du spürst und erinnerst immer noch mehr, dass dieses Wunder des Lichtvollen, das du im Außen betrachtest, auch in dir ist. Und wenn du das schöne Licht im Außen betrachtest, kommst du so in Resonanz
mit dem schönen, wunderbaren Licht in dir selbst. Das Gefühl der Freundschaft kann noch mehr verstärkt werden durch das Gefühl der Hingebung. Eine vollkommene Offenheit dem Licht gegenüber, dem Allerschönsten und Wertvollsten gegenüber, dem Liebevollsten, dem Wahren, dem Lebendigen gegenüber. Die immer größere Nähe, die entsteht, mag dahin führen, dich selbst im Licht befindlich wahrzunehmen. Ich bin im Licht. Ich schaue in das Licht strahlt aus mir und ich bin im Licht. Bleibe bitte in deiner größtmöglichen Zuneigung zum Lichtvollen und all dem Guten und Wunderbaren, das du damit in Verbindung bringen kannst. Es umgibt dich und durchdringt dich, erhält dich, und du kannst in diesem Moment darin so ganz und gar aufgehen, sodass nur noch eins bleibt, Licht. 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 Viele Anteile in dir tun sich leicht, sich dem Licht zuzuwenden. Und darin zu sein, sich damit zu identifizieren. Und andere Anteile brauchen möglicherweise etwas mehr Zeit, sich einzulassen, sich zu öffnen, für möglich zu halten, das Licht, das Wunderbare ist in mir. Ich bin Licht. Jede einzelne Körperzelle und alle Seelenbereiche dürfen dies verinnerlichen, annehmen,
und darin geborgen bleiben. Das im Lichtsein, die Lichtzugewandtheit ist sehr wirksam. Und in diesem Augenblick können die Veränderungen wahrgenommen werden. Wie erlebe ich mich jetzt? Mehr oder weniger vom Licht berührt, mehr oder weniger hineingefunden in ein Lichtbewusstsein. Wie fühle ich mich? Die Lichtzugewandtheit kann bestehen bleiben, sollte bestehen bleiben, auch wenn wir die kleine Meditationsübung jetzt langsam zu Ende bringen. Wir bleiben im Licht, beginnen absichtlich etwas tiefer zu atmen. Kommen dann langsam zum eigenen Zeitpunkt wieder in Bewegung, so wie es angenehm ist, recken, strecken, die Augen blinzelnd öffnen, nicht auf einmal. Wenn ihr Yoga praktiziert, ist es schön, wenn man sich angewöhnt hat, parallel eine Kerze anzuzünden. Als ein äußeres Symbol, ganz klar, immer wieder, auch dann, wenn das Licht nicht das ausgesprochene Meditationsziel ist und nicht unbedingt das Thema der Stunde ist, aber immer parallel mitfließt und es eine Selbstverständlichkeit ist, sich in einem Leben zu befinden, das im Licht stattfindet. Denn es ist ja so, es ist noch taghell und wir sind im Wirkungsfeld der Sonne, wir sind im Licht. Und was auch sehr schön ist, als kleines Wortspiel, ist sich vor Augen zu halten, das Wort Licht geschrieben und ganz klar zu sehen, da drin ist ich. Ich bin im Licht. Und wann immer man das Wort Licht mal geschrieben sieht oder auch wahrnimmt, ach, ich werde ja geblendet oder ach, es ist ja so hell, sich bewusst zu machen, ah, ich bin im Licht und keine Angst davor zu haben, oh, es ist zu viel Energie, die kann ich nicht vertragen. Nein, ich kann wunderbar mich dem Licht aussetzen. Und natürlich kann man aufpassen, sich keinen Sonnenbrand einzufangen, aber wir können es durchaus genießen, jederzeit, wann immer
die Möglichkeit, es zu sagen, wie schön, ich bin im Licht und das steht in Resonanz mit meinem Innersten. Sonnenbrille kann man trotzdem mal aufsetzen, aber die Augen wollen auch Licht haben. Ja, nicht nur zu kleistern mit Sonnenschutzfaktor und so eine ängstliche Beziehung haben der Sonne gegenüber, sondern auch, wenn man vorsichtig ist, man muss ja nicht ewig dranbleiben im Sonnenlicht, aber immer wieder, wenn man die Gelegenheit hat, sich auch dem Sonnenlicht auszusetzen. Das können ja kurze Zeiten sein, aber dann so richtig damit in Resonanz zu gehen, in Freundschaft zu stehen und hingebungsvoll zu sein und nicht immer noch mehr zuzumachen, aufmachen. Gerade am frühen Morgen und am Abend, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, die Strahlen sanfter sind, na, dann kann man ja mal so ganz aufmachen. Man muss ja nicht in der Mittagssonne üben. Ne? Also dann gehen wir in die Stunde hinein und kommen in die Hocke, in der Hocke die Hände flach am Boden ablegen, Augen zu, Schultern locker, entspanntes Gesicht, atmen ein paar Runden, hinab in den Bauch und bis zum Beckenboden, nach hinten zum Kreuzbein, zu den Nieren, in die Taille, Zwerchfell bewegt sich, Bauchdecke bewegt sich. Jedes Durchatmen ist ein Kraftschöpfen. Ihr könnt dabei bleiben, Licht zu atmen, Prana zu atmen in Hülle und Fülle. Das, was zu viel ist, in Anführungsstrichelchen, strahlt ihr ganz einfach wieder aus. Es entsteht kein Stau, wir nehmen auf, kommen in die Fülle, strahlen aus und kommen so nie in das Gefühl, zu viel Energien zu haben, die einen in irgendeiner Weise verletzen könnte, wie im Starkstrom. Wir üben uns darin, einfach immer mehr Energie zu kanalisieren. Aufnehmen, ausstrahlen, aufnehmen, ausstrahlen. Ein bisschen wie vom Atem verursacht, mit einem nächsten Einatmen die Beine strecken, Kopf im Nacken und aus, locker nach vorne gelehnt bleiben, von hinten her die Beine fassen, die Ellbogen zeigen am besten zu den Seiten, jeweils einatmen, Kopf hoch, Rücken streckt sich aus. Und aus, locker lassen und so weiter, im eigenen Tempo. Die Knie können auch etwas gebeugt sein, das eigene Maß finden. Auch wenn man sich etwas Vollkommenem zuwendet, wie in der Meditationsübung, heißt das ja nicht, dass man jetzt jede Übung in aller Vollkommenheit, die auch wie immer geartet sein mag, ausführen müsste. Das Individuelle ist das Vollkommene, das jetzt möglich ist zu realisieren. Und das entwickelt sich weiter in aller Ruhe, und braucht keinen Ehrgeiz, der Druck macht, nur Entschlossenheit. Nicht drängen. Das Hin- und Herbewegen des Kopfes nimmt die übermäßige Spannung raus.
Immer wieder mal sinkt der Oberkörper vielleicht noch ein bisschen weiter hinunter. Mit einem nächsten Mal den Kopf hinabgesenkt lassen, um über Garuda Asana hinaufzukommen, die Knie beugen auf einen rechten Winkel, die Arme zu den Seiten heben wie Flügel, mit geradem Rücken hinauf, Augen auf und aus, stehen, schütteln, nochmal Arme und Beine aus, schlenkern, nochmal die Arme um den Körper und ihr steht dann schon recht weit vorne auf der Matte, locker, locker die Arme um den Körper herum schwingen, sich Raum schaffen, Lockerheit schaffen, unbeschwert sein schaffen, ein bisschen wie ein Kind. Lassen wir das Ganze ausschwingen. Stehen dann recht weit vorne auf der Matte für einen kleinen Sonnengruß. Nehmen dafür die Hände flach aufeinander. In Namaskara Mudra, die Grußgeste, Schultern nach hinten unten, freier Nacken, bei geschlossenen Augen noch einmal vor sich. Die Sonne visualisieren, die Verbindung spüren, eine hingebungsvolle, vertrauensvolle, freundschaftliche Verbindung, so ganz offen, damit in Resonanz gehen, Lichtvolles in sich selbst erahnen. Wir könnten es im Äußeren nicht sehen, wenn wir nicht etwas Schwingungsgleiches in uns hätten. Dem Lichtvollen zugewandt, im Inneren und im Äußeren, gehen wir federleicht in die Bewegung, mit einem nächsten tiefen Einatmen die Arme heben, Rückbeuge, Augen auf, und aus, Hände wieder vor der Brust, mit geradem Rücken nach vorne lehnen, Hände tippen zum Boden. Ein rechter Fuß schreitet nach hinten, Achtung, Ferse kippt hinten zum Boden. Heben über die Seiten die Arme hinauf und bleiben hier. Atem fließt, Blick geht hinauf, ein, zweimal durchatmen. Noch einmal tief ein. Und aus, Hände vor die Brust, linker Ellbogen zu linkem Knie und drehen tief ein in die rechte Seite, bleiben, gut durchatmen. Noch einmal tief ein. Und aus, zur Mitte heben, wieder ein, die Arme hinauf und aus, über die Seiten, die Arme hinunter, Meru Asana, beide Füße nach hinten, huschen hier aus. Rechter Fuß, großer Schritt nach vorne, könnt das Bein vorne heben, recht schreitet nach vorne, Ferse kippt hinten zum Boden, heben über die Seiten tief ein, die Arme hinauf und bleiben, ruhiger Atem, nach vorne oben schauen. Nochmal tief ein. Und aus, Hände vor die Brust, rechter Ellbogen zu rechtem Knie, drehen tief ein, nach links bleiben,
Ruhiger Atem, langer Hals für viel Ruhe in der Position sorgen. Nochmal tief ein, aus zur Mitte und heben tief ein, die Arme wieder hinauf. Aus, Hände tippen wieder zum Boden, Füße schließen vorne. Rollen auf, Arme auf und stehen. Ein Rückbeuge. Aus, nach vorne, Hände tippen zum Boden. Linker Fuß, stabiler Schritt. Arme über die Seiten, tief ein, hinauf. Und bleiben, ruhiger Atem. Noch einmal tief ein, aus rechter Ellbogen wieder zum rechten Knie, drehen hinein, bleiben, gut durchatmen. Langer Nacken, Schulterblätter nähern sich an, Rücken flach, wie an eine Wand hinten gelehnt. Nochmal tief ein. Aus zur Mitte, über vorne die Arme hinauf. Aus über die Seiten hinunter, beide Füße nach hinten und huschen kräftig aus. Linkes Bein, großer Schritt nach vorne. Ferse steht hinten über die Seiten, tief ein, die Arme hinauf und bleiben, ruhiger, tiefer Atem, Blick nach vorne oben. Nochmal tief ein, aus, Hände vor die Brust, linker Ellbogen zu linkem Knie, drehen tief ein nach rechts, bleiben hier, ruhiger Atem, ruhig aus über den Mund, wenn da viel Anstrengung ist, noch einmal tief ein. Aus zur Mitte heben, tief ein, die Arme über vorne hinauf. Aus über die Seiten hinunter, Schritt wieder nach vorne. Rollen tief ein, auf. Und stehen. Ein Rückbeuge. Aus, nach vorne, loslassen, ein rechter Fußschritt, Ferse steht, über die Seiten die Arme heben, gerade Rücken ganz hinauf, bleiben, gut durchatmen, vorderes Knie gebeugt, deutlich gebeugt, besser. Noch einmal tief ein, aus, Hände vor die Brust. Linker Ellbogen zu linkem Knie, drehen wieder tief ein nach rechts, bleiben hier, ruhiger Atem. Noch einmal tief ein. Aus zur Mitte, über vorne die Arme heben, tief ein. Aus über die Seiten hinunter, beide Füße nach hinten. Aus huschen, über den Mund ausatmen. Rechtes Bein. Großer Schritt nach vorne, Ferse steht hinten, Arm über die Seiten, tief ein, hinauf. Und aus, hier bleiben, ruhiger Atem.
Bauchnabel, Brustbein mit dem rechten Knie nach vorne ausgerichtet. Den Blick heben, das für möglich halten, heben. Noch einmal tief ein. Aus, Hände vor die Brust, rechter Ellbogen zu rechtem Knie. Drehen tief ein, nach links hinein. Schultern weg von den Ohren, nicht in die Schultern reinsinken. Kraftvoll in den Beinen. Wenn nötig, aus über den Mund. Noch einmal tief ein. Aus zur Mitte, über vorne die Arme heben. Aus über die Seiten hinunter, Schritt wieder nach vorne, rollen tief ein, auf, Arme auf und stehen noch eine Runde, ein Rück, aus, nach vorne, loslassen, linker Fuß, stabiler Schritt. Über die Seiten tief ein, die Arme hinauf und stehen, ruhiger Atem. Vorderes Knie gebeugt, Brustbein deutlich nach vorne, Schulterblätter nähern sich hinten an, nochmal tief ein. Aus, Hände vor die Brust, rechter Ellbogen zu rechtem Knie, drehen tief ein nach rechts. Bleiben hier, ruhiger Atem, langer Nacken. Wenn nötig, über den Mund aus, Kinn so ein bisschen herangezogen, nicht hochgucken, so ein bisschen ranziehen das Kinn. Gehen weiter, nochmal tief ein. Aus zur Mitte heben, über vorne die Arme hinauf. Aus über die Seiten hinunter, beide Füße nach hinten. Aus huschen. Linkes Bein. Großer Schritt nach vorne, Ferse steht und heben über die Seiten. Die Arme hinauf und stehen. Ruhiger, tiefer Atem. Kein bisschen mit dem Becken ausweichen. Bauchnabel nach vorne, Blick nach vorne oben. Nochmal tief ein. Aus, Hände vor die Brust, linker Ellbogen zum linken Knie, drehen tief ein nach rechts zu den Händen, Unterarme in gerade Verlängerung zueinander, Schulterblätter nähern sich an, Kinn etwas herangezogen, ganz ruhig halten, stabil und ruhig. Noch einmal tief ein, aus zur Mitte heben, wieder über vorne die Arme hinauf, aus über die Seiten hinunter, Schritt nach vorne und rollen tief ein hinauf und stehen, schütteln, nochmal Arme und Beine bequem aus. In der kleinen Pause, Arme auf, Augen zu. So wie man vielleicht am frühen Morgen sich für einen Moment mal ganz öffnen würde und ach, so schön das Sonnenlicht tankt. Durchatmen. Die Unruhe
Wieder ausklingen lassen durch das längere Ausatmen. Druck, Unruhe, übermäßige Spannung löschen, löschen, löschen. Dafür Sonnenlicht tanken über den Atem und über die Haut. Über die Chakren, die sich nach vorne öffnen wie Blüten oder kleine Sonnen. Nochmal gut durchatmen. Aus Arme locker, Augen auf, schütteln, nochmal aus. Gehen in Nataraja, den Tänzer. Dafür nochmal vor sich einen Punkt anvisieren. Die Zehen können nochmal hochgehoben werden. Lang ausstrecken, ablegen und heben dann lediglich den linken Arm tief ein, hinauf und halten die Hand hier. Die Hand ist straff, wie so ein kleines Schildchen. Ihr könnt euch vorstellen, dass auf der Hand steht, ich fürchte mich nicht. Diese Handhaltung lassen wir dann nach vorne weisen, wenn wir in der Tänzerhaltung angekommen sind. Das rechte Bein mit einem Einatmen nach hinten strecken und halten oder auch den Fuß fassen und halten. Wieder mein Bein. Noch einmal tief ein. Und aus, nach vorne lehnen, bleiben hier. Die linke Hand zeigt nach vorne, wie so ein kleines Schildchen. Ich fürchte mich nicht. Und wenn du oben bleiben solltest, tippst du einfach mit der Fußspitze nach hinten. Die Hand bleibt oben und zeigt deutlich nach vorne. So wie es gut geht, für einen Moment halten. Mit einem nächsten tiefen Einatmen wieder zur Mitte kommen und aus, abstellen und locker lassen. Schütteln aus, kleines Päuschen, Augen zu, rechte, linke Seite vergleichen. Durchatmen. Und gehen in die andere Seite, Augen auf, rechter Arm, tief ein, hinauf. Aus, die Hand straff halten, linkes Bein tief ein, nach hinten setzen. Oder auch den Fuß fassen, hier ankommen, nochmal tief ein. Mit dem Ausatmen nach vorne lehnen, wenn ihr euch dann nach vorne lehnt und nicht oben bleibt. Ruhiger, tiefer Atem. Ich fürchte mich nicht. Mit einem Einatmen wieder hinaufkommen. Entschuldigung. Und aus, fallen lassen, gut durchatmen. Stehen einen Moment, Augen zu. Noch einmal, Augen auf, linker Arm, tief ein, hinauf. Und aus, straff halten, das rechte Bein tief ein, nach hinten setzen
und halten oder auch den Fuß fassen und halten nochmal tief ein. Aus nach vorne lehnen für diejenigen, die sich nach vorne lehnen wollen. Ruhiger Atem. Ich fürchte mich nicht. Mit einem nächsten Einatmen wieder hinaufkommen, aus, absetzen, ausschütteln, kleine Pause zum Durchatmen, Augen zu, auch in den kurzen Pausen auf Entspannung umschalten. Gehen in aller Ruhe in die andere Seite, Augen auf, tief ein, rechter Arm hinauf und halten das linke Bein, tief ein, nach hinten strecken. Halten oder auch den Fuß fassen und halten nochmal tief ein. Aus nach vorne lehnen, für diejenigen, die das mögen, man das nicht mag, einfach oben bleiben. Ruhiger, tiefer Atem. Mit einem nächsten tiefen Einatmen wieder hinaufkommen und aus, absetzen, schütteln nochmal aus. Kleinen Moment stehen bei den Balanceübungen, kriegt man sofort die Rechnung, wenn man nur einen Moment abgelenkt ist, dann wird das kippelig, da kann man auch immer ganz gut ablesen, wann es dazu gekommen ist, dass man halt mit den Gedanken mal abgewandert war oder abwandert. Die Balance zu halten trainiert die Muskulatur sehr. Es kann sein, dass erstaunlich viel Wärme entstanden ist. Für Padottana Kriya Augen auf und gehen, Kona Kriya gehen wir nach hinten auf die Matte, die Beine grätschen bis auf Mattenbreite, Hände an den Nieren, die Daumen nicht abspreizen, den Daumen an der Seite vom Zeigefinger lassen, gehen dann so wie es kennt hinein. Mit einem nächsten tiefen Einatmen das Becken nach vorne schieben, hochgucken, lang bleiben im Nacken, kommen wieder hinauf und ausrutschen die Hände außen runter bis zu den Knien. Ein Innen wieder hinauf, über die Leisten, auf die Nieren, Rückbeuge und aus nach vorne bis zu den Knien. Ein hinauf, rück, Hände an den Nieren, aus, nach vorne, nur bis zu den Knien, nach vorne schauen, stockgerader Rücken. Ein hinauf, rück, aus, hinunter bis zu den Waden, ein in, hinauf, Rückbeuge, aus, hinunter zu den Waden. Ein hinauf, rück, aus bis zu den Knöcheln, ein in hinauf, rück, aus bis zu den Knöcheln,
Ein hinauf, rück lang bleiben im Nacken. Aus bis zum kleinen Zeh loslassen, hier am großen Zeh wieder reinrutschen mit geradem Rücken hinauf. Aus nach vorne am kleinen Zeh loslassen, am großen Zeh wieder reinrutschen. Rückbeuger. Aus bis zum kleinen Zeh. Wieder ein hinauf, rück, letztes Mal. Aus nach vorne und bleiben hier. Hände zum Boden. Laufen nach vorne. Wenn es geht, Unterarme zum Boden. Aber nur dann, wenn die Fersen auch am Boden bleiben können. Ansonsten auf den Händen bleiben. Nach vorne gucken, aber nach hinten schieben. Huschen aus. Fester Mund, feste Wangen, nur noch einmal, ruhiger Atem, die Knie breiter als hüftbreit absetzen, Füße hinten zusammen und Bauch und Brust sinken zwischen die Beine, Kopf sinkt, bleiben hier. Ruhiger Atem loslassen. Wer mag, legt die Hände aufeinander und die Stirn auf die Hände. Loslassen, nachgeben. Ruhig ein und aus. Kommen mit einem nächsten Mal tief ein, wieder hinauf in den vierfüßigen Stand. Aus hier ankommen, Knie wieder etwas schmaler setzen, ruhig über den Mund ausatmen, das Herz dadurch entlasten und dort, wo die Hände sind, die Ellbogen abstellen, die Finger ineinander verschränken. Holt bitte Höhe aus den Schultern. Die Schultern nicht breiter stellen als schulterbreit. Lieber zu schmal als zu breit. Die Zehen aufstellen und halten uns dann für eine Weile in Makara Asana, der Krokodilhaltung, eine der Krokodilhaltungen, einmal tief ein. Aus, Po hoch, Kopf sinkt hinunter mit den Füßen. Könnte man noch etwas dichter herantrippen für diejenigen, für die das leicht geht. Bleiben hier, ruhiger, tiefer Atem. Rausstützen aus den Schultern, so wie es unangenehm viel wird. Knie absetzen, nochmal wiederholen, wenn man mag, ausreichend lange pausieren, so dass das Maß zu einem passt. Wenn es leicht ist, hier auch kontinuierlich bleiben. Nacken ganz locker, entspanntes Gesicht. Noch einmal tief ein, aus, die Knie gegrätscht absetzen, Zehen lang und vor den Knien die Fäuste aufeinander, Stirn drauf oder die flachen Hände aufeinander, Stirn drauf,
Die Ellbogen zeigen zu den Seiten und sogar eher ein Tick nach vorne als nach hinten. Im Schultergürtel ganz locker sein. Wenn es angenehm ist, kann der Kopf ein bisschen hin und her bewegt werden. Ruhiger Atem in den Bauch, in den Rücken. Langsam erst den Kopf heben, nach vorne schauen mit geradem Rücken hinauf, Hände auf dem Schoß, Knie wieder zusammen, sitzen einen Moment, Augen zu, Schultern locker, ruhiger, tiefer Atem. Beantworten die Vorbeuge mit einer Rückbeuge, Supta Vajrasana, die Augen öffnen, die Hände hinten aufstellen, so wie es geht, Ellbogen zum Boden, Brustbein heben, hochschauen oder Ellbogen zu den Seiten rutschen lassen, dass der Hinterkopf zum Boden tippt. Die Hände können bei den Füßen bleiben. Und wenn das alles nicht mit Leichtigkeit geht, oben bleiben, hier in der Rückbeuge verweilen. Nicht in die Schultern fallen, Brustbein nach vorne, Schultern weg von den Ohren. Knie in Richtung zum Boden, dass die Dehnung über die Oberschenkel deutlich ist. Bleiben hier einen Moment. Ruhiger Atem. Nochmal gut durchatmen, kommen langsam wieder hinauf zum Sitzen und wieder nach vorne in den Vierfüßler, über den Mund ausatmen, Druck und Spannung raus, Ellbogen können so ein bisschen nachgeben. Anstrengung, Druck und Spannung raus. Für eine Wiederholung oder auch Erweiterung, jeder findet sein Maß, die Ellbogen wieder absetzen, Finger ineinander verschränken. Und wer mag, wiederholt einfach so nochmal, wie wir das hatten. Und wer schon geübt ist, jetzt nicht als Experiment, ja, sondern wer schon geübt ist, kann den Kopf in die Hände legen, hält sich aber auf den Armen, so dass der Kopf keinen sonderlichen Druck bekommt. Die Arme halten den Körper. Ganz gleich, ob ihr den Kopf in den Händen abgelegt habt oder ob ihr auf den Unterarm euch haltet mit baumelndem Kopf. Nochmal tief ein, Zehen sind aufgestellt und aus Po hoch und bleiben hier. Und wer kann, trippelt ein bisschen dichter heran und bleiben. Ruhiger Atem. Dem Nacken keinen besonderen Druck zumuten. Kraftvoll in den Armen bleiben,
Auch wenn er der Kopf zum Boden tippt, bleiben. Wenn es viel wird, zwischendurch auflösen. Noch einmal tief ein, aus die Knie wieder zum Boden, Zehen lang und vor den Knien wieder die Fäuste zu einem kleinen Turm aufeinander stapeln, Ellbogen zu den Seiten und eher den Haaransatz auf den Fäusten ablegen als den Teil zur Nasenwurzel hin. So, dass der Nacken lang ist hier in der Ausruhhaltung. Ruhiger Atem, locker in den Schultern, im Nacken. Anstrengung und Spannung, raus, aus, 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 ausatmen. Langsam erst den Kopf heben, sodass der Rücken gerade wird. Mit geradem Rücken hinaufkommen, Hände auf dem Schoß, Augen zu, sitzen einen Moment, Schultern locker, ganz entspannt im Nacken. Bleiben einen Moment sitzen. Sollte sich ein Eindruck von Helligkeit zeigen, diese Helligkeit in den Körper hineinfließen lassen. Und wiederholen auch nochmal die Rückbeuge, Augen auf. Wie zuvor bei gestreckten Armen das Brustbein heben, hochschauen oder auch Ellbogen am Boden, möglichst nicht die Knie grätschen, möglichst nicht die Knie heben, möglichst Knie zusammen unterm Boden. Auch wenn der Kopf hinten zum Boden tippt, absichtlich die Knie in Richtung zum Boden bewegen, dass die Dehnung deutlich ist, über die Oberschenkel, kein nennenswertes Hohlkreuz, weil die Dehnung kommt aus den Oberschenkeln. Ja? Hier ist kein besonderes Hohlkreuz, die Rückbeuge kommt aus den Beinen. Wenn das nicht geht, sich langsam darin üben, hier in den Ellbogen nach, zu geben, immer wieder Knie in Richtung zum Boden, sich Zentimeter um Zentimeter mit dem Wiederholen der Übung dem annähern. Wenn das unangenehm viel wird für den Nacken, zwischendurch mal nach vorne schauen, es darf keine besondere Belastung für den Nacken sein. Langsam, langsam, Kopf und Oberkörper wieder heben, gehen in den Kinnverschluss, nochmal sehr tief einatmen für Jaladharabandha, nicht
atmen, ein bisschen nach vorne lehnen, so ein bisschen hochkommen, Kinn runter zum Brustbein. Wer kann, schluckt Schulter nach hinten, unten nicht atmen. Erst Kopf hoch und ausatmen. Noch zwei Runden, sehr tief ein. Nicht atmen, bisschen nach vorne, ein bisschen hinauf, Kinn runter zur Kehle. Einmal schlucken, wenn möglich. Erst Kopf hoch. Aus. Wieder sehr tief ein. Nicht atmen, ein bisschen nach vorne, ein bisschen hoch, Kinn runter zum Brustbein. Erst Kopf hoch, ausatmen, gut durchatmen. Lösen den Sitz, die Beine ausstrecken, ausschütteln, rollen dann in die Rückenlage ab. Wer mag, kann sich schon eine Decke oder ein Kissen nehmen, um es sich dann gemütlich zu machen. In der Rückenlage versucht die Lendenwirbelsäule richtig zum Boden zu bringen. Wir gehen nur noch in so kleine Aktionen aus der Thalakriya, die auch durchgeführt werden können, wenn ihr schon zugedeckt sein solltet. Ihr könnt dabei im Sinn haben, nicht nur mit den kleinen Bewegungen den Körper zu entspannen, einiges zu regulieren, zu ordnen, sondern auch negative Zellerinnerung zu löschen. Belastendes zu löschen. Die erste Aktion ist das Schlängeln der Beine, die Füße schließen, aber die Beine nicht sonderlich anspannen. Die Beine sind einfach nur gerade. Aus den Hüften heraus mal das rechte Bein länger machen als das linke und mal das linke Bein länger machen als das rechte. Und so weiter, ganz kleine, geschmeidige Bewegung, kein Rucken in der Bewegung, ein bisschen so, als würde man auf Zehenspitzen laufen, mal rechts, mal links, nach unten schieben mit dem Bein. Zwangsläufig verschiebt sich die Situation in der Lendenwirbelsäule und wenn die ganze Wirbelsäule locker ist, dann bewegt sich auch der ganze Rücken bis zum Nacken organisch mit, nicht absichtlich den Kopf bewegen. Nur den Bewegungsimpuls von unten durchgehen lassen. Und das kann sehr langsam aussehen und das kann zügiger sein. Jeder findet sein angenehmes Tempo. Die Bauchmuskeln sind aktiviert, nicht fest
aber aktiviert, so dass der Rücken nicht ins Hohlkreuz fällt. Ne? Also der Rücken sinkt mit der Bewegung immer weiter hinunter. Die Bauchmuskeln unterstützen das so ein bisschen, dass sich der Rücken auch senken kann mit der Bewegung. Bringen die Bewegung dann zur Ruhe, in gleicher Länge die Beine liegen lassen, von den Fersen so ein bisschen abstützen, auf der Haut des Rückens hochrutschen, kopfwärts rutschen und wieder locker lassen. Die Fußspitzen kippen dann locker zu den Seiten und du spürst bitte einfach das Resultat. Es fühlt sich so an, wie es ist. Nichts reininterpretieren, einfach nur wahrnehmen. Registriere dann bitte auch die untere Atmung, die Bauchatmung, so wie sich beim Einatmen die Bauchdecke hebt und beim Ausatmen senkt, bewegst du dann auch die Lendenwirbelsäule, jeweils einatmend ein Hohlkreuz machen, mehr Druck geben mit dem Kreuzbein zum Boden, etwas mehr Druck geben mit den Schultern zum Boden und ausatmen, den Rücken wieder entspannen. Und so weiter, ein, den Rücken aufwölben und aus, loslassen, Augen ruhig zu. Das größere Augenmerk legst du jetzt bitte auf das Ausatmen und Senken des Rückens und wartest ab, bis es dir gelingt, den Rücken weicher, entspannter hinabgesenkt zu haben als zuvor. Und wenn du merkst, aha, jetzt ist es das erste Mal geglückt, der Rücken geht ein bisschen lockerer, weicher hinunter. Fängst du an, in das Aufwölben des Rückens beim Einatmen weniger Energie zu stecken. Du wölbst weniger. Die Bewegung wird also kleiner. Jedes Mal, wenn du merkst, dass beim Ausatmen der Rücken weiter sinkt, kann die Bewegung noch ein bisschen kleiner sein. Das Aufwölben des Rückens dient dir der Möglichkeit, dir der Spannung in den Rückenstreckern bewusst zu werden. Beim Ausatmen lässt du los. Brauchst weniger Muskelkraft beim Wölben, wenn die Bewegung kleiner wird, aber auch die zartere Spannung nimmst du noch wahr, auch wenn die Bewegung schon sehr klein ist, unterscheidest du Spannung und Entspannung und selbst wenn die Bewegung von außen gar nicht mehr zu sehen ist, spürst du beim Einatmen Spannung im unteren Rücken und aus Entspannung. Und jedes Mal beim Entspannen senkt sich der Rücken noch etwas mehr. Und so schmiegst du mit dieser Bewegung den Rücken immer mehr dem Boden an. Immer noch ein bisschen weicher. Jedes Ausatmen ein Loslassen.
Mit einem nächsten Mal. Ausatmen, bleibt der Rücken am Boden. Wir fangen an, mit den Schultern rückwärts zu kreisen, wobei die Arme einfach den Schultern hinterher schlürfen. Mal die rechte Schulter heben in Richtung zum Ohr. Schulter drückt zum Boden, am Boden entlang die Schulter runterstreichen. Und mal links hochheben und zum Boden, am Boden entlang runterstreichen. Mal rechts hoch zum Boden runterstreichen. Links hoch zum Boden runterstreichen und so weiter. Die Bewegung rechts, links kann ineinander greifen. Hände und Arme sind möglichst passiv, machen gar nichts. Nacken locker, Rücken locker. Vielleicht kommt dir die Assoziation, wie so ein Grizzlybär sich den Pelz an einem Baum reibt. Und so wirklich so ganz genüsslich in die Bewegung gehen. Spannung, Druck, Last, jede Negativität löschen, löschen, löschen. Genussvoll sein, erleichtert, ganz angenehm, weiche Bewegung. Bringen auch diese Bewegung wieder zur Ruhe. Kommen dann jetzt zum Nacken, jeweils einatmen, den Kopf nach rechts drehen, Kinn in Richtung zur Schulter. Und aus, ganz nach links, nach links, nach links, nach links, nach links. Und so weiter, ein, nach rechts drehen. Aus, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links. Im eigenen Tempo, einige Male, ganz leicht. Die vielen unnötigen Gedanken löschen, 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 löschen. Jede Destruktivität löschen, 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 löschen. Raum schaffen für geistige Stille. Für Gelassenheit und Friedlichkeit. Eine ganz natürliche, gesunde Lichtzugewandtheit und Positivität, die das Leben begrüßt und liebt. Mit deinem nächsten Mal ausatmend bleibt der Kopf dann in der Mitte liegen. Registriere bitte insgesamt, wie sich der Körper fühlt.
Stelle auch fest, ob es noch notwendig ist, in die ein oder andere Bewegung zu gehen, sich zurechtzurutschen, vielleicht doch noch zuzudecken oder etwas unter die Knie zu legen, so dass du dich dann wirklich bequem fühlst für die nächsten Minuten. Du bleibst liegen, ich komme lediglich hinauf, damit das von dem Klang her besser ist. Wenn du deine bequeme Haltung gefunden hast, registriere bitte die Veränderungen, die entstanden sind, aufgrund der Übung, die du vorher gemacht hast. Vielleicht eine Erwärmung in der Tiefe des Körpers, vielleicht ein intensiveres Wahrnehmen des Körpers, auch in der Tiefe. Vielleicht eine größere Zuneigung und Bereitschaft, jetzt wirklich alles loszulassen und zu entspannen. Die Veränderungen bemerken. So fühle ich mich jetzt. Die vorangegangenen kleinen Übungen in der Rückenlage werden schon in der Durchführung dafür gesorgt haben, dass der Körper ein gutes Stück von Spannung loslassen konnte. Und so geht es jetzt nur noch um einen letzten Schritt. Ein gänzliches Loslassen, ein sich anvertrauen, ein fallen lassen. Wenn du nun loslässt, erlaube dabei noch einmal im Sonnenlicht, im Licht zu baden. Jede einzelne Körperzelle lässt jetzt los, öffnet sich ein bisschen so, wie sich eine Knospe öffnet, um zur Blüte zu werden. In der größtmöglichen Offenheit nimmt der Körper noch einmal Licht in sich auf. Die Füße und die Beine lassen jetzt vollkommen los. Entspannt, energiedurchlässig, bereit, durchsonnt zu werden. Das Becken und den Rücken spüren, von außen, von innen, entspannt und offen, ganz weit, bereit, durchsonnt zu werden. Offenheit und weite Entspanntheit im Bauchraum und in der Brust. Ganz und gar bereit, durchsonnt zu werden, sich durchsonnt zu erleben.
Jeder Atemzug mag dabei helfen, tiefer einzutauchen in das Loslassen, in die Offenheit, die Entspannung, die Durchlässigkeit. Der Körper wird immer mehr zu einem Lichtkörper. Schultern, Arme und Hände. Entspannt, weit und offen. Sehr angenehm wie durchsonnt. Und geradezu wie aus Sonnenlicht gemacht. Sehr angenehm. Hals und Schädel entspannt. Getragen von der Erde. Gelöst. Durchlässig. Durchsonnen. Der ganze Körper von Kopf bis Fuß ist entspannt und in wohltuendes Licht gehüllt, davon durchdrungen und getragen. Der physische Körper badet im Licht und die Seele atmet darin auf, denn hier fühlt sie sich auch zu Hause. Ich bin im Licht. Angenehm geborgen, gestärkt und unterstützt. Ich bin im Licht. Für einige Momente in dieser Art der Selbstwahrnehmung bleiben. Vielleicht lächeln. Vielleicht erfreut. So bin ich. Wie aus Licht gemacht. Ganz entspannt. Ein bisschen wie erneuert, nun sanft den Atem wieder bemerken, vertiefen, gemütlich in Bewegung kommen,
Vielleicht mit den Händen über das Gesicht streichen. Vielleicht einrollen auf dem Rücken, noch einmal ein bisschen schaukeln. Möchte zum Abschluss lediglich mit euch, wenn ihr dann soweit seid, nochmal in die Affirmation gehen. Ich bin im Licht, ganz im Stillen, die Hände vor die Brust, in die Grußgeste legen, Namaskara Mudra, damit das fühlende Herz ansprechen. Nur so, wie man es mag, sich selbst noch einmal bestätigen, zusprechen, in sich hineinsprechen. Ich bin im Licht. Ich bin im Licht. Immer. Ich bin im Licht. Ich bin im Licht. Bleiben im Licht, in der Lichtzugewandtheit. Und verneigen uns in dem Bewusstsein, uns vor dem zu verneigen, was lichtvoll in uns ist, in jedem von uns. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder mitmacht und auch alleine übt und ich freue mich, wenn ihr mit mir eine schöne Stunde jetzt erlebt habt.